Ja, liebe Freunde und Freundinnen, ich will noch ein paar Zahlen euch präsentieren zur Sammlung. Erste Zahl, wie viele Unterschriften konnten eigentlich pro Stunde gesammelt werden? Da ist die Spanne natürlich zwischen 1 bis, Robin hat, glaube ich, den Rekord mit 54. Das war die Spannweite pro Stunde. Also manche haben wirklich nur eine Unterschrift gesammelt. Das war aber traurig, weil die haben dann häufig dann nämlich aufgehört danach. Und die Situation mit den 54 von Robin Werle, der wie gesagt in Südostasien ist, das war auf dem Zug von den Gewerkschaften zur Demo. Und da konnte man einfach alle Leute im Zug super abgrasen. Aber es war möglich. Also zwischen 1 bis 54. Der eigentliche Schnitt lag aber, glaube ich, so bei 7, 8, was so Dauerschnitte waren. Es gab dann welche, die vielleicht, also ich glaube, Daniel, fehlst du was, glaube ich, bei 10, oder? 10,2. Wie? 10,2. Ja, 10,2. Aber das, also habe ich nicht geschafft. Ich bin nur bei 7, glaube ich, gelandet. Trotz, weil es einfach doch braucht. Und das war für mich auch eine kalte Dusche, als die Sammlung losging. Ich bin so von den Kampagnen, ich habe viele Volksbegehren in Deutschland begleitet, bin ich immer so ausgegangen, ja klar, 100 Unterschriften jeden Tag. Ja, denkste. Nichts, das war eine kalte Dusche mit 50, das war dann hart erarbeitet, oft nur mal 30, 40, dann war die Kräfte dahin. Also ich musste lernen, dass die Schweizer geizig mit Unterschriften sind. Oder man kann es auch so sagen, sie nehmen es unendlich ernst, was ja jetzt das Tolle dran ist. Also ich habe selber also wirklich Stunden über Stunden gesammelt, mehrere tausend Unterschriften, und ich dachte mir, warum unterschreibt ihr denn nicht schneller, wenn ihr wüsstet, was ihr mir an Zeit kostet. Aber sie haben eigentlich schon so getan, als ob sie vor der Abstimmung wären. Also sie wollten das so genau wissen, das ist eigentlich nicht, also toll, also dieses Selbstbewusstsein als Stimmbürger. Aber das hat uns die Sammlung natürlich ziemlich erschwert, oder? Also, aber, und jetzt noch ein paar weitere Zahlen. Also wir haben ja begonnen, weil etwa 600 Menschen über 65.000 Unterschriften ja angekündigt haben, und ich möchte jetzt, weil jetzt ziemlich viele mit einem schlechten Gewissen noch herumlaufen, euch dieses nehmen. Hättet ihr das nicht angekündigt, hätten wir nie gestartet. Versteht ihr? Also versteht ihr? Wir hätten nie gestartet. Es war wichtig, dass ihr erstmal in diesen, sagen wir so, einen Vertrauensvorschuss uns gegeben habt. Weil ich stand ja also in der Vorbereitung auch vor dem Problem, wie kann man denn eine Stimmung erzeugen, dass die Initiative daran glaubt, wir können es schaffen. Weil wenn man diesen Glauben nicht hat, schafft man es ja nicht. Und deswegen war ja der erste Schritt, dass wir eben Sammelzusagen gesucht haben. Und toll, dass ihr darauf reagiert habt, weil sonst hätten wir nicht angefangen. Also damit, das war, also auch wer dann weniger gesammelt hat, ihr habt einen wichtigen Beitrag gebracht. Also das wollte ich einfach, um euch jetzt das schlechte Gewissen, bitte in dem Moment, jetzt könnt ihr es fallen lassen. Also und jetzt von den 600 Menschen haben dann tatsächlich 188 für uns nachvollziehbar was eingeschickt. Also das waren dann 30%. Das waren, und dann kamen davon ungefähr 36.000 Unterschriften. Also das heißt circa 55% der anvisierten Zahlen. 60 Sammler sammelten mehr, also haben 13.000 Unterschriften mehr gesammelt. Zum Glück haben wir aber jetzt in den anderthalb Jahren dann 322 weitere Sammler gefunden. Also zusammen haben wir von 510 Menschen Unterschriften eingeschickt gekriegt, soweit wir es also halt erfassen konnten, wo ein Absender darauf war. Insgesamt sind 128.000 Unterschriften gesammelt worden.
Etwa 12,5% waren ungültig, also Doppeleintragungen, doch nicht wahlberechtigt, doch schon wieder umgezogen und so weiter. Also 12,5%, das liegt aber im Schnitt, sodass dann eben jetzt die 112.000 Unterschriften gültig zusammenkamen. Jetzt einzeln eingeschickt, das ist vielleicht auch die Frage, also von der Relation, also so einzeln eingeschickte Karten, also wo ohne dass jetzt einen Umschlag mit mehreren Listen zusammen einschickt, das sind ungefähr 17.500 Unterschriften eingegangen. Also nicht so viel. Das Wesentlichste kam wirklich durch die individuelle Sammlung und vor allem auch durch die Straßensammlung zustande. Etwa 60 Personen haben mehr als 300 Unterschriften gesammelt, zusammen ungefähr 75.000. Also ohne die 60, und davon sind ja viele hier, wäre es nie gegangen. Bitte mal Applaus zu den 60 Ratversammlungen. Also einfach noch ein paar Zahlen, dass das so ein ganzes Projekt also deutlich wird und ihr seht, wie viele Hunderte von Menschen da involviert waren. Und ich würde jetzt gerne noch einen kurzen Blick in die Zukunft zum Abschluss werfen. Erster Gedanke, die Vollgeldinitiative ist mehrheitsfähig. Das glaubt man in der Schweiz immer nicht so gerne, weil man so gewohnt ist, dass Initiativen abgelehnt werden. Aber es ist tatsächlich eine Initiative, die mehrheitsfähig ist. Warum? Weil wir ja nur das wollen, was ja die meisten Menschen sowieso meinen, dass wir schon hätten. Ja, also wir erwarten gar kein Umdenken bei den Leuten. Das ist nicht unser Problem. Also die Leute können einfach so das, was sie denken, einfach weitermachen. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, dass eine Initiative mehrheitsfähig ist. Wenn man eine Verhaltensänderung oder ein Umdenken haben will, dann wird es schon schwieriger. Aber das wollen wir ja gar nicht. Und zweitens, warum es mehrheitsfähig ist, weil es eben ein urkonservatives Anliegen im Kern ist. Also es ist gar nichts Revolutionäres, was uns natürlich als Gegenpropaganda immer an den Kopf geworfen wird, sondern es ist eigentlich ja das Normalste. Jeder meint ja, Geld sei Vollgeld, ja, also wollen wir halt Vollgeld. Wir haben uns jetzt lange getroffen, also in den letzten Monaten, es waren unendlich viele Konferenzen und Sitzungen, wo wir jetzt die Erfahrungen der Argumentation während der Unterschriftensammlung ausgewertet haben. Und daraus sind dann jetzt diese Kernaussagen entstanden, die ihr ja in dieser Infozeitung alle auch bekommen habt und die jetzt auch auf der Homepage neu darauf sind. Wir haben dabei versucht, also wirklich die Punkte zusammenzubringen, auf die tragfähig sind, also die verständlich werden, einfach sichere Ja zu echten Franken, Ja zum Wille des Volkes, Ja zur Entlastung der Steuerzahler und der Realwirtschaft. Da kann man doch nicht dagegen sein, oder? Und das sind, also und ihr könnt es ja, und was wir weiter versucht haben, ist, dass wir uns mit diesen Kernpunkten in der Mitte der Gesellschaft positionieren. Also wir haben, das merkt ihr vielleicht, alles, ja, sagen wir so, linke, links tönende Gedankengut ein bisschen beiseite gelassen, weil wir in der Schweiz kann man ja nur eine Initiative gewinnen, wenn es eben in der Mitte und auch im bürgerlichen Lager Resonanz findet. Das ist einfach die Realität und das haben wir jetzt versucht in der Kommunikationslinie eben durchzuziehen. Wir haben dann auch weiter versucht, auch die Gegenargumente, die kommen werden, da also einfach schon vorzubauen. Also wir sagen eben Ja zum Bankenblatt Schweiz, wir sagen Ja zu fairer Marktwirtschaft, Ja zu Stabilität. Also so, oder ist klar, also die Idee ist, wir sind schon bei den Themen, bevor die Gegner bei den Themen sind. Also wir versuchen, das Feld zu einfach schon zu besetzen. Das ist die Frage, wie gut wir es hinkriegen, aber das ist eigentlich so die beste Möglichkeit. Und denn wenn durch die Vollgeld-Initiative Arbeitsplätze geschaffen werden, dann ist es nicht so einfach, dass die Gegner, die werden ja immer sagen, die Arbeitsplätze gehen kaputt. Also
Aber wir müssen es halt besetzen. Wenn wir es nicht besetzen, so war unsere Analyse, dann kommen wir schwer durch. Also das ist der Versuch, uns also argumentativ da neu aufzustellen. Und ich glaube, dass wir das bisher ganz gut hingekriegt haben. Aber die nächsten 2 bis 3 Jahre, vielleicht sind es auch 4, wir wissen es nicht bis zur Abstimmung, werden die entscheidenden sein. Denn wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die Sachen zu drehen. Also wir können jetzt noch etwas erreichen. In den Monaten vor der Abstimmung ist es dann nur noch sehr schwierig. Das heißt, wir stehen eigentlich jetzt vor der Aufgabe, dass wir alle Parteien, alle Verbände, auch die Banken, gerade auch die Gegner jetzt bearbeiten, alle Multiplikatoren im öffentlichen Leben ansprechen und mit dem Thema beschäftigen, und wir müssen auch da wieder die Ersten sein, bevor die Gegner kommen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, das Terrain zu prägen, aber wir müssen es halt auch machen. Denn in den Monaten dann vor der Abstimmung werden ja auf einmal alle dann irgendwas dazu sagen. Das ist ja so, da muss jeder irgendwie seine Stellungnahme geben, es werden die Stimmparolen ausgegeben. Und das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass die dann etwas sagen, ohne sich davor damit zu beschäftigt haben. Oder? Das ist das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, in den nächsten 2 Jahren die Grundlage dann auch für eine Mehrheit zu schaffen. Das also ist eigentlich so unser Hauptgedanke, weswegen wir jetzt dann eigentlich feiern und dann weitermachen. Und deswegen liegen eben, wie Maurizio ja vorhin gesagt hat, eben halt auch liegen noch auf den beiden Tischen hier links und rechts nochmal Zettel, der sich nochmal einbringen will, ausfüllen, wo er sagt, in welchen Bereichen er aktiv werden kann, dann können wir auf euch zugehen. Und wir haben eben geplant, im nächsten März eine Kampagnentagung, wo es dann einfach wirklich wie geht es weiter, Arbeitskreise gründen und so weiter, um das Ganze wieder so in Schwung zu bringen und in eine neue Ausrichtung. Also wir müssen jetzt auch wieder immer einen Schritt voran sein, nach dem Motto, es werden ja irgendwann mal Plakate vor der Abstimmung aufgehängt werden, da müssen wir dann vorher eins aufhängen, wo dann draufsteht, bald werden hier Plakate hängen, die Ihnen Angst machen. Also wir müssen einfach frisch und frei immer drauf losgehen, und ich will noch zum Abschluss noch eine Sache erzählen, weil hier immer so ein, ich weiß, in der Schweiz ist immer so ein Unglaube, dass man es packen kann. Ich bin Elbler, ich wurde natürlich ziemlich bei der Sammlung auch angemacht, haben Sie überhaupt einen Schweizer Pass? Ich habe leider keinen. Aber ich habe nur eine, so dann konnte ich aber immer sagen, nein, aber ich bin Allgäuer, Elbler, wir gehören doch zusammen. Aber wie auch immer, in Bayern habe ich vor 20 Jahren eine Volksinitiative geleitet, nämlich Mehr Demokratie in Bayern heißt die, mit der dort der Bürgerentscheid, also das heißt die Volksrechte in den Gemeinden, Städten und Landkreisen durch einen landesweiten Volksentscheid eingeführt wurde. Und ich erzähle jetzt die Geschichte, weil Bayern hat ja die CSU, und es ist in der bayerischen politischen Szene irgendwie klar, da kannst du nie dagegen was machen. Du verlierst immer. Oder? Das ist so die generelle Haltung. Aber wir haben, ja, es sind jetzt schon 20 Jahre her, 1995 dann doch in der Volksabstimmung die Mehrheit zum ersten Mal überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg in Bayern gekriegt, also mit einem Anliegen, was eben nicht von der CSU unterstützt wurde. Ich sage das nur, so etwas ist möglich, und ich trage das so in mir, das trägt mich eigentlich so weiter, und diesen Optimismus möchte ich eigentlich auch jetzt hier über die Vollgeld-Initiative und über unsere tolle nächsten 2, 3 Jahre, die wir zusammen verbringen können, ausgießen. Danke.